Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egonson spielt XCOM 2 War of the Chosen. Jetzt ist auch der Ton wieder da, wir können loslegen. In der Krankenstation haben wir jemanden, die Schattenkammer wird gebaut. Haben wir noch offene vor allem, Ingenieure oder Ingenieurinnen? Nee, nur Jack Johnson, aber der ist beschäftigt. Kommunikationszentrale, wir können einen Kontakt neu herstellen. Und das wäre natürlich auch herzallerliebst, wenn wir das dann machen können. Alien-Legierungen in Illyrium-Kristalle in der Höhle. Nicht jetzt, brauchen wir nicht. Was Sie wir machen müssen. Haben geschafft, woran schon viele gescheitert sind, eines meiner Geschwister zu töten. Seien Sie stolz auf diesen Sieg. Es wird nicht mehr viele davon geben. Wir haben nicht nur eines deiner Geschwister getötet, sondern beide. Du bist der Letzte. Und wir holen dich jetzt. Was haben wir denn gemacht? Haben wir die Dingens? 4 Tage verbleiben für Kontakt erstellen Neu-Indien. Hier können wir auch Kontakt erstellen, aber da haben wir nicht genug Info. Also machen wir erstmal Neu-Indien fertig. Wir hatten doch auch noch ein Funkrelais gebaut, oder nicht? Oder ist das schon fertig? Ich glaube, das ist fertig. Das haben wir in der letzten Folge fertig gemacht. Dann nehmen wir Neu-Indien noch mit, bevor die Vorratslieferung kommen, hoffentlich ist. Aber das ist nicht der Fall. Operation Toladorn, rette die VIP aus der Advent-Zentrale. Belohnung, ein Ingenieur und 82 Informationen. Und die Informationen können wir sehr gut gebrauchen. Wir starten den Einsatz. Ich gehe davon aus, dass da unsere B-Crew, unsere zweite Mannschaft, auch reichen wird, um das zu bewältigen. No problemo. Mr. Roboto, auch Mr. Roboto, Spark. Spark ist tot. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Spark. Und vor allem brauchen wir eine gute Truppkomposition. Uha, wir haben da voll reingelangt, ne? Wir müssen auf jeden Fall Troller mitnehmen, das ist klar. Er wird den Squad leaden. Dann von mir aus 2 Scharfschützen, die sich gegenseitig die Runden zuschustern können. Und dann machen wir eine Private-Runde. Grenadier, Ranger haben wir ja oben praktisch schon, Spezialist auf jeden Fall. Yamada ist mit Mox, Mox ist gefangen. Wir haben noch Ranger und Spezialisten, was ist das denn für eine Komposition, ey. Scharfschütze, da haben wir 2 schon von. Wir nehmen trotzdem Yamada. Mit ihrem Plasmagewehr. Ja, Plasmagewehr ist auch ein guter Punkt. Da fragt man sich, ob es nicht mehr Sinn macht, statt 2 Grenadieren. Ne, das ist ein Ranger. Templar-Scharfschütze, Grenadier, Standard-Grenadier, nicht doch noch ein Support mitzunehmen. Ja, aber hier mit den Doppelt. Ah, Medikit ist rüber, sehr gut. Dann nimm du die Bluescreen-Geschosse. Haben wir gar nicht mehr. Krallen haben wir nur noch, okay. Nimmst du halt die. Und Ru könnte auch die Krallengeschosse nehmen, ne? Naja. Schädelstecker geben wir unserem Ranger. Können wir immer gebrauchen. Rauchen ist nicht gut. Das werden wir ändern. Oh, wir haben außerdem unsere Pulsklinge. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall einen Ranger. 2 Scharfschützen kann der Spezialist. Von mir, also das ist meiner Meinung nach ganz gut. Die Nanoschuppenweste, die behalten wir. Ich möchte nicht, dass Troller irgendwie hier ums Eck kommt. Von daher immer auf immer sicher gehen, ihn da hätten wir helfen. Wir können generell mehr Nanoschuppenwesten herstellen. Weil wir jetzt ja noch mehr offene Slots haben. Naja, brauchen halt mehr Ressourcen dafür erstmal. Weil so teuer sind die gar nicht. Aber bald kommt ja die Vorratslieferung und dann machen wir eine Prioritätenliste. Aber zuerst gilt es, diese Aktion zu einem sauberen Ende zu bringen. Der Sprecher hat uns die Koordinaten einer VIP gegeben, die aktuell von Advent-Truppen hier im Gebiet festgehalten wird. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und den Gefangenen befreien. Okay, das können wir machen, kriegen wir hin. Männer 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken, eliminieren Sie alle Feinde.
Wo ist die VIP? Wir sind noch verborgen. Ich dachte, es wäre noch, der Fall, dass wir unsere Einsätze immer unverborgen starten. Aber dann ist das gut. Da 14 Runden. Das ist gut. Das soll uns reichen. Vor allem auch soll es reichen, alle Scharfschützen auf dem Dach zu lassen, um mit Fernschuss dann sicherzustellen, dass sie auch uns jederzeit unterstützen können aus der Ferne. Da wir verborgen sind, ist es nicht so schlimm, wenn wir jetzt ein paar von den Aliens treffen. Ja, Squadra di Nemici. Und da sind sie auch schon. Dann gehen wir auch in die Richtung. Hä? Oh, irgendwas passiert. Ich glaube, wir haben sie aufgescheucht. Feind entdeckt. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Das ist jetzt ein super Start in dieser Mission. Da war ich wieder zu ungeduldig. Warum bin ich immer so ungeduldig? Okay, Archon ist nicht so schlimm. Sieht immer beeindruckend aus, aber letztlich ist er doch halb so schlimm. 65 und 50 und 68. Leider nur zweimal das Gauss-Gewehr. Wir können... Achso, uns gegenseitig... das bringt uns nicht so viel. Dann würde ich aber sagen, ich möchte lieber die Elite-Soldaten getötet haben. 6 Schaden. Hat das gereicht? Ich glaube nicht, sonst hätte er anders geschrien. Hätte er gemacht... Uah. Man kennt's. Ja, es ist 50-50, ne? Und mit der Pistole bist du viel zu weit weg. Ah, aber jetzt kommt natürlich, ne, du kannst dir nur einen Punkt geben und dann kann er auch nur mit der Pistole schießen. Ja, dann bleibt hier nur 50-50, wenn ich mich nicht irre. Ist blöd, aber... Reicht, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Tolly. Du kannst bis hier nicht wirklich vorne mit dabei, wenn es darum geht. Jetzt, hier bist du, glaube ich, sehr gut auf Ober. Und dann kannst du auch hier oben bleiben. Und hast eine erhöhte Position. Von dort aus kannst du mit deinem Pistolenfeuerschütze immerhin noch ein bisschen was machen. 90% auf ihn. Dann gib mir schon mal einen mit. Piu! Gestreift. 69. Er wird die Feuerfeder nutzen. Da können wir uns wegbewegen von. Das ist okay. Leider halt auch mit diesem Ball Scharfschützen. Er zieht sich zurück und wird Schilde erstmal machen, die auch nicht so schlimm sind. Hauptsache nicht getroffen worden. Eine Runde, in der wir nicht mal auf uns geschossen wurde, ist immer eine gute Runde. Dann, wo ist die perfekte Position für dich? Du kannst hier bestimmt ihn auch noch sehen und den anderen flankieren. Wen denn? Ja, den Archon dann, ne? Ah, du hast ihn gar nicht auf dem... Also du kannst nicht so weit schießen. Na gut. Dann schieß doch mal mit deiner Superpistole den Archon für 62% ab. Gestreift. Ja, auch so schön gewesen. Müssen wir erstmal hier weg. Dann glaube ich, hier eine gute Position zu haben. Affirmativo. Ja, aber es ist wieder sehr nah an ihm hier. Ja, das ist so geil, weil wir ja dann wieder... Aber gut, wir können ja den Archon provozieren, nochmal seine Feuerfedern zu nutzen. Kritisch. 8 Schaden mit einer Pistole. Okay, das gleicht wieder aus, dass wir eben gar nicht getroffen haben. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn hier hacken? Lass uns mal Gremlin hacken gucken. Vielleicht kriegen wir ja Ressourcen dafür. Mal gucken. Birgt einen kleinen Informationsspeicher für eine Verstärkung. Eieiei, 70, 80. Verstärkung später vielleicht. Nicht in der Runde machen, in der wir gerade schon voll im Kampf sind. Aber wir merken es uns. Wir versuchen es zu merken, besser gesagt. Nur 53%, aber
Sag mal, kannst du nicht... Nee, ne? Seltsam. Kannst du nicht hier rüber sprinten und reißen? Anscheinend nicht. Okay, dann geh hier rüber. Versuch dein Glück für 43%. Daneben. Und Schwerthieb wäre möglich. Aber da ist die Frage, ob man da nicht jemanden triggern auch, wenn wir dahin rennen. 43%, 7 bis 9. Ja, gut, nachdem wir jetzt so oft daneben geschossen haben, muss der sitzen. Auch nicht. Na gut. Was willst du nochmal? Ich kann nichts mehr, sonst nichts machen. Ich kann ja sonst nichts machen, außer ständig drauf zu schießen für 50-50. Und die ihn da nicht töten, treffen zu lassen. Guck mal, nochmal. Ah, sehr nice. Schon wieder vergessen, was wir was können. Jetzt ist natürlich vorbei. Schade, weil es hätte ihn ja getötet. Ne? Ah, ich bin wieder viel zu sarkastisch. Dürfen wir nochmal. Ja, letzte Chance. Vorbei. 28%. Ich gehe davon aus, dass wenn wir hier hingehen, ausgekraut. Alien ist immer der Archon, ne? Weil dann würde ich hier auch eben zurückgehen und versuchen, den Archon statt im Advent zu treffen für 41%. Na, immerhin. Gestreift wird mir schon reichen. Hat nicht gereicht. Naja, schade. Daneben. 5 Schaden. What the fuck? Entschuldigung. Sind wir tot oder war das für einen Zivilisten? Und jetzt darf er nochmal angreifen, oder was? Wie unfair ist das denn? Kritisch. Tot. Schuh ist ausgeschlagen. Okay, das war halt Pech. Also. Oh. Berserker. Ja, dann gib ihm. Daneben. Ist auch weit weg. Schwer zu treffen. Wir haben unseren Soldaten viel zu tun. Arbeiten wird etwas Zeit brauchen. Gestreifschuss reicht halt schon, ne? Das geht gut los. Da kann er nicht treffen. Das kann er doch nicht treffen. Auf die Entfernung, in Deckung. Junge. Junge, Junge, Junge. Das ist ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Aber wir haben ein bisschen Profis. Ein bisschen Profis. Das kriegen wir hin. Hier haben wir die Möglichkeit, keine Möglichkeit, einen Schwerthieb anzuwenden. Keine Möglichkeit. Dann nehmen wir ihn aus der Deckung. Ja. Granata in Arrivo. Und haben jetzt hoffentlich die Möglichkeit, mit allen anderen richtig drauf zu lunzen. Wir laden erst nach. Und 62%. Daneben. Wir können eine Einheit tragen. Brauchen wir aber nicht in dem Fall, ne? Wir gehen weiter runter. Mal gucken, ob wir in der Lage sind zu reißen. Wenn wir näher dran sind. Ne, können wir wieder nur mit der Pistole feuern. Verdammte Rüstung. Müssten halt hier jetzt wieder uns in der Gruppe bilden. Das ist auch der letzte Fortbewegungspunkt für ihn, oder für die Runde wieder. 55%, 6 bis 8, aber selbst das würde nicht reichen. Ja, was soll man machen? Ich darf halt nochmal schießen. Oh, Krallengeschosse. Unkritisch. Auch mal Glück gehabt. Oh, da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten, aber immerhin. Tech. Ich sehe ein Flankierungsmanöver. Wo siehst du denn ein Flankierungsmanöver? Gut. Berserker entfernt. Du kannst für 66% den Elite-Soldaten töten. Mach das mal. Bis hier oben ist gut aufgestellt.
Okay. Centrato. Dann wollen wir doch bestimmt. Haben wir hier volle Deckung? Nee, haben wir nicht. Da gehen wir trotzdem in die halbe Deckung. Um eine Splittergranate da rein zu feuern. Die Frage ist nur. Wenn wir ihn mitnehmen wollen, nehmen wir ihn mit. Zerstören auch seine Rüstung. Damit ist er flankierbar und um den Mech kümmern wir uns dann in der nächsten Runde. Dafür gehen wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir ihn jetzt töten können. Für 70% nur. Aber okay, ich mag lieber so als da rausrennen. Streift für 70%. 4 Schaden. Nun gut. Hier haben wir volle Deckung. Und 59% mit dem Plasmagewehr. Daneben, schade, wäre halt wichtig gewesen. Es hat eher einen Reflexschuss. Ja. Aber das ist verdient. Wir gehen hier so weit auseinander, wie es irgendwie möglich ist und hoffen, dass wir von hier aus noch nächstes schießen können. Ja. Aber es wird auch nicht reichen, ihn komplett auszuschalten. Was hat er vor? Gedankenkontrolle? Wehe, wenn das klappt. Hat geklappt. Alle ist in Panik und Deckung. Jetzt sind wir hier selbst flankiert und tot. Weil wir davon ausgegangen sind, dass wir treffen. Eine Einheit, die keine Deckung hat. Nun gut. Wir können schon gar nicht mehr die andere Einheit sehen. Das heißt, er hatte auch nur auf ihn 82%. Und wir haben nur die beiden jetzt. Eigentlich können wir hier abbrechen. Aber wir probieren es. Oh. Vier Schaden. La Corazza ha resistito. Und mit dem Plasmagewehr können wir so ein bisschen Schaden machen. Daneben ist halt auch wieder ohne Deckung eigentlich gewesen, aber nun gut. Stasis? Was? Er geht in Stasis? Er macht ihn in Stasis. Okay. Er ist in voller Deckung. Da kannst du auch mal vorbeischießen. Okay, außer nutzt Granaten. Was ist jetzt vor? Du bist hier gleich in Deckung. Noch eine Granate. Auf wen? Er ist doch ein Stasis. Es kann nichts passieren. Aber okay. Ich nehme es gerne mit. Immer noch unter Kontrolle. Er kann es. Muss nachladen. Kann dann höchstens noch mit der Pistole schießen, wenn er jemand sieht. Das tut er auch. Plasma geht immer ein bisschen was. Idealerweise töten wir jetzt oder reißen ihn hier. Ja, das passt. Die Position ist auch okay. Dann soll die Gedankenkontrolle geschickt. Hat noch eins. Okay. Wir parieren. Was ist schon wieder in unserer Runde? Ja, das war's in unserer Runde. So sieht es nämlich aus. Sein Schuss ist dahin und jetzt müssen wir mal gucken, was der Mech macht. Wahrscheinlich normaler Schuss. Nee, wieder Granaten. Diesmal trifft er auch. Und ja, jetzt müssen wir uns halt auch den Feuer stellen. Hoffentlich keine Granate. Was hat er denn vor? Krass, daneben. Okay, gut. Aber dann kann Mox doch jetzt. Mox sage ich schon.
Zum Brennmauer, ne? Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Ja, ja, ja. Spüre die Macht der Templer. Jetzt gehst du in Stasis, oder was? Oh nein, ist noch was getriggert. Wir haben, jetzt kommt noch Verstärkung. Das ist halt echt ein Stasis, ne? Und hier hinten bringt es nicht viel zu parieren, weil das so viel los ist. 46, das bringt nichts. Das auch, ja, will schon gern. Also würde ich lieber machen. Ah, nachladen müssen wir auch. Ja, machen wir auch. Gehen wir aber hier in vollste Deckung. Und nachladen. Yamada kann ja jetzt nicht. Also, sie kann sich selbst heilen. Das wäre gut. Und geht hier in volle Deckung. Ich möchte euch so weit auseinander haben wie möglich, damit man eben nicht Ziel von weiteren Granaten angegriffen werden. Ich hoffe, dass die Heilung jetzt auch dazu führt, dass es nicht mehr brennt. Ja, sehr gut. Und Momentum-Aktion verfügbar. Da ist die Frage, wo ist die beste Deckung? Die wäre hier hinten. Egal, wo du hingehst, du wirst getroffen werden. Deshalb bleib parieren immer noch deine beste Möglichkeit. Geh nicht davon aus, dass du eine große Chance hast, das zu überleben. Aber, probier's. Hier haben wir zu einem Drittel von 46% eine Chance, die Einheit auszuschalten. Und ihn hier können wir gar nicht ausschalten. Dann ist doch das eine Drittel zu 46% fast schon mehr wert. Kritisch, ausgeschaltet. Nein. Okay. Okay, den Schub raus. Das beendet. Das ist so unfair mit seiner Stasis. Vor allem, dass er halt. Ich probiere das mal mit der Gedankenkontrolle. Wenn das gelingt, dann habe ich ein Problem, weil er jetzt hier in der Position ist, wo wir keine Chance haben, ihn zu erreichen. Und vor allem sehen wir jetzt nicht mehr, wo sie sind. Ja, das wäre eine gute Sache, wenn du die Seite watchen würdest. So hohe Verluste können wir uns nicht leisten. Das Ziel ist das Leben unserer übrigen Truppen nicht wert. Wir sollten abbrechen, solange es noch geht. Findest du? Finde ich nicht. Wir gehen hier rüber. 73% mit ordentlich Geschoss. Und jetzt müssten wir auch von oben in der Lage sein zu schießen. Ja, 70%. Und wir brauchen 7 Schaden. Wie ist das denn? Der erste tödlicher Schuss. Truppsicht. Nee. Können. Müssen hier probieren. Kritisch. Gut, gut, gut. Jetzt kommt natürlich der Templer. Und trifft uns nicht. Daneben, aber zu Recht. Ich meine, wir haben hier eine sehr gute Deckung. Ich muss die Macht zurückgeben. Du musst die Macht zurückgeben, da schau her. Deine Deckung gefällt mir eigentlich. Zu 82% auf ihn. Ja, dann mach das mal. Aber er hat ja auch nochmal ein zweites Leben. Ah, gerade mal 2 Schaden. Das wird nichts. Ist jetzt halt echt die Frage, ob wir hier nicht doch abbrechen wollen. Ich gehe noch weiter zurück mit ihm.
Und in den Feuerschutz. Hä? Was ist das denn passiert? Aber okay. Nein! Nicht auf Troller schießen. Ja. Daneben, okay. Aber irgendwann wird Trollers Gedankenkontrolle ja auch vorbei sein, hoffe ich. Und dann haben wir ihn wieder. Und der Advent-Typ, C-Typ, muss ja auch irgendwann mal rauskommen. Hoffe ich doch. Hier, du triffst daneben, sehr gut. Ja, müssen wir halt jetzt eine Runde. Ah, die Viper habe ich ja schon ganz vergessen. Ah, wir haben volle Deckung und sind weit, weit weg. Gedankenkontrolle verloren. Ja, jetzt wird ein Shoot raus. Okay, hier oben müssen wir uns eine neue Position suchen und nachladen. Dann gehen wir doch hier hin. Und laden nach. Hier haben wir 48% auf die Viper und 38% auf ihn. Wir sollten, wie viel reißen, wie viel können wir denn reißen? 5-6 Jahre, ne? Ist nicht allzu geil. Aber dann, wir bleiben hier auf der Position, laden nach und schießen auf einen der beiden. Die Frage, die Viper können wir ausschalten, wenn wir treffen, aber das nur zu 48%. Zu 48%. Und vielleicht können wir die auch komplett ausschalten mit einem Schuss. Und dann können wir mit Troller weg. Okay. 50-50, kein Flip verloren. Und Troller kann jetzt halt leider nicht wirklich was machen. Er kann. Gut, er kann reißen und parieren. Nee, parieren darf er nur, wenn er getötet hat, oder? Mal gucken hier. Verhindere nach einem Angriff mit Reißen jeglichen Schaden des nächsten Angriffsstatus zu bewegen. Ja, ja, okay, dann machen wir das so. Und gehen auch auf die Viper drauf und hier parieren. Okay, viel Erfolg. Da kommt der Advent-Soldat. Der jetzt nochmal die Gedankenkontrolle versucht. Aber diesmal können wir mit unserem Scharfschützen schießen. Hat auch nochmal Erfolg, okay. Wohin wirst du fortgerissen? Da kannst du nicht treffen. Dass du überhaupt Zicht hast, ist ein Unding. Verblutet. 11 Schaden. Trotz Deckung. Daneben. Ja, das wär's mal wieder gewesen. Okay, wir haben ein Problem. Zu 56% können wir ihn ausschalten. Probieren wir es nochmal, wenn nicht, ist er weg. 8 Schaden. Einmal weniger schon mal. Jetzt rennt er hier nach hinten. Ist auch okay, von mir aus. Oh, wir sind zu nah. Wir haben immer noch volle Schuss und kein. -1, 5. Feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Nur 28%. Wir gehen auf eine erhöhte Position. Da hat er keine Chance, uns zu treffen. Und sehen ihn immer noch her. Okay. On the move. Hat Feuerschutz. Habt ihr das mitbekommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Aber 9 Schaden macht das doch gar nichts aus. Wir haben doch immer noch einen Punkt aber noch. Easy, easy. 46%. Keine Rüstung zerfetzt, okay. Wenn wir das überleben, schnappen wir uns unseren Scharfschützen und hauen ab. Und Troller steht nicht mehr unter Gedankenkontrolle. Steht er ja oben. Okay. Ja, wir müssen hier abbrechen. Bringt ja alles nichts. Das Ding ist nur.
Ich würde hier natürlich gerne alle mitnehmen, aber das geht wahrscheinlich nicht, ne? Skyranger rufen würde dann eine... in eine Absprungzone geben. Und ich kann mich da höchstens bis hierhin bewegen. Und er kann sich höchstens auch bis dahin bewegen. Aber dann würden wir unseren Scharfschützen da lassen. Aber das ist es mir wert. Dann lass uns hierhin. Ich glaube, er ist wieder im Feuerschutz, aber das müssen wir als... Okay, gut. Und du stellst dich hier hin. Und dann holen wir Skyranger in die Mitte. Weil es sind nur noch zwei Runden bis zum erzwungenen Rückzug. Platziere in der Evakuierungszone für alle Soldaten. Ja, wo? Das hätte ich jetzt gerne gemacht. Statt hier ungeschützt rumzustehen, hätte ich gerne Skyranger gerufen. Hier. Wo soll es denn sonst gehen? Weil hier schon eine ist, können wir da nicht hin, oder was? Können wir keine rufen? Warum gibst du mir dann überhaupt die Möglichkeit? Warte. Hier oben war nochmal eins. Zurück zur Bewegung. Nee. Das war's dann wohl für alle Beteiligten. Das tut mir leid. Denn ich kann mir vorstellen, dass er jetzt so eine Säurebrandrakete schickt. Oder halt uns übelst flankiert. Rakete, sage ich mal. Säurebrand. Ich weiß nicht, also da kann es ja nicht hinspurten in zwei Runden. Wie sieht es denn jetzt aus mit Skyranger rufen? Geht auch nicht. Ne? Ne, lässt er mich nicht machen. Und in einer Runde ist er erzwungener Rückzug. Dann kann ich ja nur noch rennen eigentlich. Hoffen, dass wir hier nicht getroffen werden. Aber selbst der Säurebrand, hoffe ich doch mal, dass er nur eine Runde anhält. Oder nur einen Schaden drin ist. Ich kann Ihren Angriffen nicht mehr lange entgehen. Advent Abfangjäger sind in 30 Sekunden in Schlagreichweite. Firebrand, nichts wie raus da. Avenger, alle X-Bomb-Agenten sind tot oder werden vermisst. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Alle sind tot oder werden vermisst? Okay. Das war wieder einer der schlechtesten Einsätze ever. Aber so bleibt das Spiel spannend, wenn ihr mich fragt. Es tut mir leid für Troller. Und wer war noch dabei? Ich glaube, Troller war der Ranghöchste. Vertreter der Regierung schreiben dies der neuesten Erfolgswelle gegen XCOM-Radikale und den doppelten Verpflegungsbelohnungen zu. Melden Sie sich noch heute. Ich wollte beim letzten Mal noch sagen, so der einzige... Den Sparky war der einzige, den wir nicht nach einem Zuschauer benannt haben. Und den hatten wir verloren. Und jetzt ist eben Troller leider auch gefangen genommen worden. Und wer weiß, ob wir die nochmal finden. VIP verloren, Alexander Morozov. Ja. Truppen unterbesetzt. Ist wieder soweit. In 3 Tagen gibt es Vorratlieferungen. Wir müssen uns steigern. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Und dann placken wir die Rekruten für 15 Vorräte ein. Wir brauchen ja eh noch Vorräte. Die können wir jetzt im aktuellen nicht kaufen. Und wir hoffen... Ich habe bereits allerhand über ihre Methoden erfahren, Commander. Und schon bald... werde ich sie und alles, was sie den Ältesten genommen haben, was jetzt los? In den Händen halten. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Okay. Mir ist bewusst, dass Sie in einer schwierigen Situation stecken. Mhm. Aber die wiederholten Rückschläge im letzten Monat beunruhigen viele irgendwie innerhalb des Widerstands. Das ist ein Bug, dass hier nicht angezeigt wird. Sie können dem Zorn der Ältesten nicht entkommen. Es ist Zeit, dass sie sich ihrem Urteil stellen. Und ich werde es vollstrecken.
Ein Auserwählter steht kurz davor, uns zu finden, Commander. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, dies zu verhindern. Ja, machen wir. Neuer Alien-Einrichtungsbau bevorstehend. Urnächster Vergeltungsschlag auch bevorstehend. Einsatzheimer finde ich gut. Ressourcen ist auch gut. Versteckte Aktionen können nicht aus dem Inhalt angegriffen werden, ist auch gut. Neue Rekrutenkurs in 15 Vorräte ist auf jeden Fall mehr wert als experimentelle Munitionsprojekte, werden fürs Bereich sofort abgeschlossen. Und das tauschen wir auch aus. Wenn ein Truppmitglied stirbt, bei uns stirbt ja niemand, und da ist verwundete Soldaten, können im Kampf geschickt werden. Brauchen wir auch nicht. Und der Rest ist nach wie vor okay. Ja. Sie sind der Boss. 469 Vorräte, ein Avatar-Projekt-Fortschritt runter. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube nicht. Oh, Dusselhut hat keine negativen Eigenschaften mehr. Das können wir jetzt nutzen, um jemand anderen reinzuschicken. Haben niemanden mit negativen Eigenschaften. Ihr wisst wahrscheinlich, weil sie alle getötet worden sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, ihr könnt unser Spiel der XCOM 2. Ciao.